Das ist die super freshe, neue 2 am Morgen-Moderatorin, Cecil. Yay! Und ich habe sie aus sehr eigentlich egoistischen Gründen dahin geholt. Cecil, ich bin mir fast sicher, wenn ich dich so kenne, du weißt nicht, was ein ökologischer Fußabdruck ist. Doch, sicher weiß ich das. Hallo! Nein, doch, okay. Sicher. Aber was ist jetzt das, was du halt CO2-mäßig ausstoßt? In einem Jahr zum Beispiel oder im Leben? Rechnerisch gesehen bräuchte die Weltbevölkerung mittlerweile 1,75 Erden. In nur 7 Monaten hat die Menschheit in diesem Jahr alle Ressourcen aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann. Ich wollte mir meine Ökobilanz mal ein bisschen genauer anschauen. Du lachst immer, ich habe es nicht genau darum habe ich dich da hingeholt. Nein, ich bin die Schlimmste. Gut, das werden wir nachher sehen. Wir werden nachher sehen, wie schlimm du wirklich bist. Nein, du musst wirklich ehrlich sein. Ich bin mir sicher, du fliegst sehr viel. Nein. Ja, jetzt wegen Corona nicht mehr. Nein. Aber normalerweise würdest du gerade 3 Mal pro Jahr um die Welt fliegen. Ja, okay. Nein, nicht? Nein. Doch, habe ich auch schon gemacht. Wir sind schon richtig heiß auf unser ökologischen Fußabdruck-Duell, wo ich dich so was wird von fertig machen. Du hast jetzt 20 Sekunden Zeit, um dich zu entscheiden. Entweder du kommst jetzt mit uns mit, wir machen das CO2-Fußabdruck-Duell, dann klickst du am besten hier drauf. Oder du gibst dir zuerst, wie gesagt, Facts zum ökologischen Fußabdruck und wie das Meer in der Schweiz hier im Vergleich zu anderen Ländern da steht etc. Und dann gehst du hier durch. Du kannst dich jetzt entscheiden. Und wir machen das schon mal warm, oder? Bist du bereit?